das hört rein. Wir sind mit der Fachwissenschaft auch in Berlin. Sie als Berliner sozusagen haben jetzt keine große Anreise gehabt, aber was versprechen Sie sich heute von dem Tag in Berlin? Also meine Fahrer sind jetzt aus Hannover gekommen, vom Betriebssitz in Hannover. Wir haben in Hannover zurzeit die Busse zu stehen, hier in Berlin die Hauptfiliale. Was versprechen wir uns? Wir versprechen uns eigentlich die Hilfen, die die Bundesregierung von Anfang an eigentlich so ein bisschen versprochen hat, damit wir einfach auch vielleicht einen Fahrplan bekommen, wie es in Zukunft weitergehen kann für uns. Weil die Lösungen, die aktuell vorliegen, mit ca. 5 bis 6 Leuten zu fahren, ist wirtschaftlich ja nun völlig indiskutabel. Und hier brauchen wir einfach einen Weg, wie wir schnell auch wieder ins Geschäft kommen können. Oder was für Fördermittel, was für Hilfen hier jetzt letztendlich noch kommen können. Wir haben zu den Möglichkeiten, den Bus zu besetzen, diese tolle Idee vom Hessischen Busunternehmerverband erhalten, 5 Quadratmeter pro Fahrgast. Das ist also kein Thema, das ist nicht realisierbar, da haben wir von vielen gehört, dann fahren wir nicht mehr. Für uns auch jetzt mal die Frage, ein BDO und ein RDA haben unter anderem bei der Regierung schon angefragt, dass es sogenannte Schadensersatzgelder geben muss, weil sie ja ein Berufsverbot erhalten haben. Der Betrag von 250, 300 Euro pro Tag ist da im Raum. Wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, richtet sich, glaube ich, so ein bisschen an diese Vorgaben, was die Vorhaltekosten sind. Da gibt es ja auch eine Liste drüber. In diese Richtung sollte es sicherlich irgendwo gehen. Denn wenn wir wirklich, also die Tendenz zeigt ja, dass wir wahrscheinlich also bis September oder sogar noch länger eigentlich nicht richtig ins Geschäft kommen. Ich selber rechne eigentlich erst damit, dass wir nächstes Jahr im März wieder voll ins Geschäft kommen. Und wie wir bis dahin die Kreditraten bezahlen sollen, weiß ich aktuell nicht. Ich habe einen hohen KfW-Kredit bekommen, aber selbst der würde bis dahin nicht ausreichen, um alle Kosten letztendlich zu bezahlen. Und da muss einfach von der Politik noch irgendwas kommen. Wie fühlen Sie sich als Busunternehmer vom BDO hier in Berlin vertreten? Gar nicht. Ja, also das, was ich selbst erlebt habe oder auch gelesen habe, komme ich mir eher verarscht vor vom BDO, weil hier wurde letztendlich auf den Zug aufgesprungen, den die Busunternehmer angeschoben haben und wo der BDO sich jetzt hinstellt, als ob die das alles organisiert haben. Was mich persönlich auch ein bisschen ärgert, ist, dass hier ein Busvermittler, in dem Fall Hanse Mondial, damit aufspringt und sich da auch präsentiert, wo ich sage, die haben diese ganze Aktion als Werbefläche genommen. Ist natürlich schade, dass Busunternehmer sich da nicht selber organisieren konnten. Ich hatte selber eine Gruppe versucht zu gründen, die nur aus Busunternehmern bestand. Habe ich nachher wieder ein bisschen eingestampft, die Sache, weil einfach doch zu unterschiedliche Meinungen zu der ganzen Thematik dann nachher bestanden, ob man mit oder ohne Genehmigung fährt. Wobei ich sage, das, was wir hier heute vorhaben, wir machen hier eine Fahrt durch Berlin. Das Fahren kann uns keiner verbieten. Keiner von uns will irgendwie Krawall machen, wie es ja jetzt in den letzten Tagen dann auch erklärt wurde, dass die Polizei hier mit Krawallmachern rechnet aus der Busfahrerszene. Sehe ich vollkommen anders. Wir wollen einfach auf uns aufmerksam machen und da sehe ich, dass der BDO oder überhaupt die Verbände nicht in der Form hinter dem Busunternehmen gestanden haben, wie sie es hätten machen sollen. Wir haben am 12.05. dieses Jahres in München die Busdemo auch mit begleitet mit der Fachwissenschaft. Wir waren präsent, da wurde es begrenzt auf 50 Busse. Man weiß, in Bayern ist das immer alles ein bisschen strenger wie woanders. Aber schon 3 Stunden nach dieser Busdemonstration ist der Wirtschaftsminister Aiwanger an die Öffentlichkeit getreten und hat gesagt, die Busse dürfen ab 30. Mai wieder fahren. Wie sie fahren dürfen, was für Regeln sind, die hat er leider noch nicht mitgeteilt, da warten wir noch drauf. Wir sind jetzt auch heute der Hoffnung, dass hoffentlich das in Berlin auch so passiert, wenn der Kurs durch ist, dass dann eine Meldung von der Regierung gefallen ist. Ja, das wäre natürlich sehr wünschenswert, weil wenn da keine Signale von der Politik kommen, gehe ich davon aus, sind wir nächste Woche wieder auf der Straße. Danke für die Worte. Danke, Rainer. Dann viel Erfolg an dir. Danke. Okay.